Kann ich aber trotzdem schon mal verkaufen. Brauche ich noch einen neuen Spinat. Wenn es denn jetzt weiter wachsen würde. Ich verstehe diese Regelung manchmal nicht. Warum habe ich alles zur gleichen Zeit gepflanzt? Es kommt trotzdem unterschiedlich. Ich brauche keinen Hering. Manu. Das tut man nicht alles für Event-Quests. Ja, so ein scheiß Hering. Das ist wieder Heringszeit, oder wie? Das war übrigens daneben. Bitte wieder ein Thunfisch. Wir brauchen mehr Thunfisch. So nicht. So verschleuche ich den Thunfisch. So nicht. Alter. Ich hab Geduld. Wie so ein alter Mehlsack, Alter. Ich hasse Angel. Mein Timing ist nicht gut. Darf ich das mal so sagen? Mein Timing ist echt nicht gut. Ich bin immer zu früh. Das war ein Hering. Das war die Strafe dafür. Okay, der restliche Spinat will nicht. Wie der scheiß Hering. Ach, Thunfisch. Da ist übrigens Ariel. Das ist was Goldenes, da ist was Goldenes. Hier ist noch was Weißes. Spinat wäre doch fertig. Boah, ich muss auch gleich einmal was zu essen machen. Weiß noch nicht was. Yay! Bilder gucken! Guck sofort. Dieser Ort hier ist der. Ich will nur noch diesen Fisch hier fangen.
Okay. Erst Bilder, dann Fisch. Ein Feen. Zu wenig Dämmung. Oh no. Sieht aber gut aus. Der Raum ist kaum wieder zu erkennen. Alter. Will geil. Toll. Bist du dann aber schon weit gekommen? Ja, sehr. Sehr zufrieden. Dankeschön. War aber eine gute Entscheidung mit dem Boden, glaube ich. Ich glaube, der andere wäre wirklich zu dunkel gewesen. Ich glaube, so passt es echt perfekt. Ja, oder nicht? Ich finde es schon weit. Aber ich kenne mich mit Boden verlegen und nicht aus. Für mich ist es Wald. Ich mein, Boden. Boden ist drin. Hallo, Wally. Und dann noch die Deckenleisten, ne? Oder sind die schon dran? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Gut, und die Bodenleisten, aber die Bodenleisten dauern ja noch. Das war hier sonst zwei Räume. Man muss bedenken, es war Arbeiten unter schweren Bedingungen, weil Räume krumm und schief. Wände. Es waren erschwerte Bedingungen. Muss man ja dazu sagen. Und Werkzeug fehlte. Ja, stimmt. Und Werkzeug. Das Werkzeug fehlte ja auch noch. Wir nehmen durch. Okay. Ich auch gleich kurz. Ich muss mal wohin. Ich hab Hunger. Mein Spinat will nicht wachsen. Genau wenig wie meine Kakaobohnen. Weiß noch nicht, warum dieser Spinat hier so lange braucht. Denn er hat es zur gleichen Zeit gepflanzt. Dachte ich. Oder habe ich da zwischendurch nur die Löcher gemacht? Kann sein, dass ich zwischendurch noch die Löcher gemacht habe. Ich könnte aber gucken, ob ich im Haus noch... Huch. Jetzt Senderbug. Ich habe einen Bug entdeckt. Gut, ich kann mich gerade nirgendwo mehr hinporten. Macht die Sache ein bisschen schwieriger. Ich muss eben vorne noch meine Karte aus. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch so Spinat habe. Brauche ja nur 9 Stück noch. So. Dann sind jetzt zwar 15. Dann verkaufe ich jetzt 15 Stück. Das
Dann ist die Aufgabe zumindest fertig. Ich kann sehen, was mich danach für eine Aufgabe erwartet. Erhalte Sternmünzen. Auch das kriege ich noch hin. Ich kaufe jetzt einfach mal meinen gesamten Fisch. Sind 7000. Bis bald. Bis bald. Dann nochmal zurück. Bekomme ich noch ein paar Steine. So. Und jetzt einmal verkaufen gehen. Das sind schon 16.000. Oho. Ferne Nachtdorn. Ja, gut, dass ich die anderen noch nicht entfernt habe. Jetzt bin ich bei 60. Ich hätte gerne die Flüge als erstes. So. Wo sind sie? Der Rabenflügel. Wunderbar. Jetzt habe ich Rabenflügel. Okay, der Bug ist da immer noch. Muss ich halt zu Fuß gehen. Ich warte jetzt gerade eigentlich nur auf die Kakaobohnen noch. Also die Nachtdorn werde ich eh nicht alle heute fertig kriegen. Hier sind leider keine 30 Stück. Kitty! Ja. Kitty, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Warte, das krieg ich hin. Es dauert ein bisschen, aber Shoutout kommt sofort. Warte, warte, warte.
Warte, warte. Das kriegen wir hin. Katie, wie war dein Stream? Ich hatte dich nebenbei im Lurk. Ich hatte dich nebenbei laufen. Der zweite kommt. Hoffe ich. Darf ich einfügen? Darf ich? Ja, danke. Sehr schön. Und jo. Schaut gerne bei Kitty vorbei. So. Denn da gab es Formel 1. Und wie war's? Ich hoffe, es hat es, ihr habt sehr viel Spaß gehabt. Meine Map ist einfach mal verbuggt. Ja, bei uns gibt es jetzt ein bisschen Disney-Content noch. Verbuggtes Disney-Content. Bezüglich des Events. Und ja. Wollen dann eigentlich bald zum Final wechseln. Weil um 20 Uhr dann ja wieder Together-Abend ist. Und ja. Lustig, viel Schrott auf der Strecke gewesen. Das ist doch. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber freue mich auf jeden Fall, dass ihr Spaß hattet. Wie gesagt, ich hatte dich nebenbei laufen. Hab nur leider nicht ganz so viel von mitbekommen. Und ja. Aber lustig ist auch schon mal sehr gut. So, ich brauche Nachtdornen. Ganz viele Nachtdornen. Reicht eh wieder nicht. Gut, dass ich die vorhin nicht schon fertig gemacht hier habe hier. Aber ich sehe jetzt noch offen. Ich kann mir nämlich gerade nicht porten. Meine Map ist halt komplett buggy. Ja. Also ich weiß nicht gerade, was Disney gerade hat, aber Disney mag mich auf jeden Fall nicht. Das ist immer noch das Gefängnis von Minnie, mal wegmachen müsste. Aber ich habe mittlerweile mal coolen Rabenflügel. Weil es gibt ja ein kleines Disney-Event. Ich weiß nicht, wer von euch alles Disney spielt. Es gibt ja auf jeden Fall hier so ein kleines Event. Ein Halloween-Event. Mir fehlen jetzt noch drei Sachen, dann habe ich endlich alles. Ich könnte mir jetzt auch meine Punkte hier ausgeben. Dann würde ich nochmal 40 kriegen. Aber ich versuche das alles jetzt gerade über die Aufgaben zu machen, was etwas mühselig ist. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass hier nochmal jemand anderes zum Essen kommt. Dem ist leider nicht so. Und ja, jetzt versuchen wir hier noch so ein bisschen die Aufgaben zu machen. Ich schätze mal, spätestens übermorgen haben wir das Event soweit fertig und können dann nur noch die komischen blauen Punkte, Mondsteine sammeln. Hauptstory können wir leider auch gerade nicht weitermachen. Da müssen wir jetzt ein paar Tage warten. Und ja. Wie gesagt, danach wäre jetzt bald FF14 dran. Zumindest noch so ein bisschen. Viel können wir da jetzt auch nicht mehr groß machen. Das war's mit Nachtdorn. Wie viele fehlen noch? Sehen. Natürlich. Also gerade noch in der Nachbesprechung vom Rennen. Ah. Dann viel Spaß dabei. Denke ich. Ich müsste eigentlich auch mal vor mir einspielen, aber ja. Ich weiß, wo mein Wagen stehen würde. Irgendwo im Nirvana. Kann ich mich vom Brunnen aus transporten? Weiß ich nicht, aber Ariel, bleib, 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 bitte. Danke. Hier. Gebe das nochmal kurz ab. Konnte Merlin helfen? Er hat gesagt, dass dies eine Art Schlüssel ist, mit dem wir die Tür öffnen können, aber zuerst müssen wir sie mit Emotionen verzaubern.
Feurige Leidenschaft, schäumende Wut, vollkommene Freude und überschwängliche Begeisterung. Vollkommene Freude, oh, damit kann ich helfen. Du bist eine wunderbare Freundin, schließlich hast du mich von einer einsamen Insel gerettet. Wenn ich an dich denke, empfinde ich immer Freude. Warte, ich fühle, dass die Magie anfängt zu wirken. Du hast es geschafft. Dann sind es nur noch drei. Ich weiß genau, mit wem ich über feurige Leidenschaft sprechen kann. Remy, niemand ist so leidenschaftlich beim Essen wie er. Da hat sie nicht ganz Unrecht. So. Ah ja, hier kann ich mich wenigstens supporten. So kann ich mich wenigstens supporten. Und oh mein Gott, der Kakao ist da. Event. Baue Mineralien auf der sonnigen Ebene ab. 35. Grenzt es doch noch weiter ein. Was habt ihr mit dieser blöden, mistsonnigen Ebene? Okay, warte. Dann mache ich das einmal so. Noch einmal. Da kann ich mir zumindest den Thron einmal holen. Dann sind es nur noch 80, die ich brauche. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe tatsächlich keinen Bock mehr. Oh. Also eins kriege ich dann morgen auf jeden Fall. Also durch das hier kriege ich morgen auf jeden Fall eins von den beiden. Das wird dann die Bank sein. Dadurch würde ich auch nochmal was kriegen und eventuell durch den Thunfisch. Aber wir haben den Thron von Malefiz. Sprich mit Remy über Leidenschaft. Wenn es wenigstens was bringen würde, die Leute mitzunehmen, tut es halt nur leider nicht. Okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, dass wir tatsächlich gleich das Spiel wechseln. Ich werde einmal kurz in die Pause gehen. Ja, einmal was zu essen machen. Beziehungsweise halt reinwerfen. Ich gehe mit euch jetzt gleich einmal nochmal kurz in den Laden. Habe ich noch Geld? Ich habe noch Geld, das ist gut. Wie gesagt, dann gehen wir einmal noch fix in den Laden. Habe ich nämlich noch nicht alles gekauft. Ich hatte vorher noch nicht genug Geld. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch reicht. Dann mache ich die restlichen Sachen morgen vorm Stream. Weil morgen ist ja der Halloween-Stream. Weiß zwar noch nicht, wie lange er geht. Eingeplant sind auf jeden Fall 8 Stunden. Und könnte es auch verlängern, rein theoretisch. Mal gucken. Und Fudel, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. So, jetzt muss ich einmal gucken. Das kann ich mir noch. Das Pixelfenster hätte ich nicht unglaublich gerne. Das Pflänzchen noch. Palmwedel. F14 Spiele muss man unterstützen. Jo, danke schön. Aber F14 ist auch ein tolles Game, muss man sagen. Wie gesagt, da schauen wir jetzt auch gleich nochmal rein. Ich muss auf jeden Fall die Sylphen einmal machen. Und ja, muss ja mal vorangehen mit den Stämmen, ne? Ein FF habe ich nämlich einen neuen Char angefangen. Wir hatten 90er Char und jetzt bin ich gerade in der 7. Ära mit dem zweiten Char angekommen. Und ja, die Sylphen stehen auf dem Plan. Juhu! Ich glaube, wir erreichen heute oder müssten heute Stufe 3 erreichen. Denke ich. Sollte möglich sein. So. Was haben wir denn hier jetzt noch? Ich glaube, Iron bringt mich um, wenn sie das hier sieht. Ich habe jetzt mittlerweile fast doppelt so viel. Bei mir steht seit 2 Tankfische auf dem Programm. Oh. Ich habe jetzt, war das Mittwoch, war das, haben wir den Zimmerer hochgelevelt. Von 0 auf 50 mit dem Klassenquest halt und ich bin halt einfach komplett pleite mit dem Char. Der hat mich ausbluten lassen, ey. Das ging auch irgendwann einfach nur noch mit Makros. Da haben wir Kitty und
Luna, eine andere Mod von mir, hat dann halt die Makros rausgesucht und ich habe dann einfach nur noch stumpf die Scheiße da fertig gemacht. Ey, das ist ein Graus. Mir graute schon von 50 auf 90. Ich krieg das kalte Kotzen. Oh. Ich glaube, also die Sammler sind da echt noch harmlos, finde ich. Die haben. Das ist aber, ey, die Crafter. Boah, ey, kein Bock.